Moin und herzlich willkommen wieder im Mehrspieler mit Mr. West hier bei Strategy Command im Ersten Weltkrieg. Und ich habe ja ein bisschen Sorge, was Belgrad angeht, wenn die Serben zur Großoffensive ansetzen sollten. Und unter anderem mal sehen, was an der Westfront passiert. Ah, jetzt geht's los. Das hat mich kurz gewundert, dass es so gehakt hat. Und hier, ob die Flotten der Entente hier durchbrechen. Der Ort wird wahrscheinlich fallen, damit war zu rechnen. Da unten rücken tatsächlich schon die Russen nach. Jetzt nicht erwartet, dass beide Reiter sterben. Ich dachte, wenigstens einer kommt durch. Der Ort hält ganz gut durch. Gibt sogar noch. Okay, die Russen haben also leider nicht einfach vor, jetzt aufzugeben oder so. Das wäre schön gewesen. Und da tatsächlich, der Reiter zieht durch. Gut, dass das HQ im Ort war, sonst hätten die den einfach mitgenommen. Logisch, für geschenkt, das hätte ja nun wahrlich nicht sein müssen. Also hier gehen die Kämpfe los. Es hat schon einen Grund, dass das U-Boot vorne steht. Weil da eben sehr, sehr häufig dann nichts bei rumkommt. Ist abgetaucht, die haben hier die Linie frei gemacht. Also das U-Boot hat die Linie frei gemacht, aber wenn die erstmal keine weiteren Angriffe sind, müssen halt nur decken, dass da keine Franzosen landen können. Die hier also auch ein bisschen Ärger machen. Ich glaube, wir werden im Westen ein wenig hin und her kämpfen, ohne dass jetzt einer so richtig Landgewinne macht. Wir müssen vor allem schauen, wie wir das jetzt im Osten reparieren. In die große russische Armee. Wir haben 2 Kavallerie und 2 Infanterie verloren. Ein paar Orte, lala. OC-Blockade der Entente. Sind heute schon im Krieg, oder? Ach nein, die sind jetzt erst bei 99%. Die sind erst nächste Runde im Krieg. Umso besser. Und wenn sie mobilisieren, ist die Nachricht mit der Mobilisierung, sind sie ja noch nicht ganz durch. Erst nächste Runde, aber dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir gehen als erstes nach Serbien. Ja, wenn die Briten erst nächste Runde kommen, unsere Flotte wird ja trotzdem nicht endlos halten. Sagen, das U-Boot versucht wieder dahin zu fahren. Und wir entdecken ein französisches U-Boot, aber naja. So, wie kommen wir hier effektiv irgendwie durch? Hier frontal anzugreifen. Nicht so viel Sinn, wir könnten diesen Ort da vielleicht erobern. Aber kümmern wir uns erstmal hier. Ich hatte gehofft, wir könnten schon weiter rein. 2. Also im Prinzip, wir müssen diese Abteilung da loswerden. Nur 1-2-1, das fängt ja schon mal schlecht an. Wie ist unsere Versorgung, wenn wir hier... Sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir können durchaus auch ins Gebirge reinziehen. Ein geneigter Haar, das vielleicht dann... Ah, es ist ein bisschen schwierig. Ich hätte eigentlich gehofft, wir kämen vielleicht schon auf diese Straße, aber nein, wegen den Kontrollzonen dann halt leider nicht. So, der, du kannst ja mal hierhin vorrücken. Oh, hier ist eine stark geschwächte Einheit drin, das ist interessant. Bin noch anderweitig an den Ort daran. Naja, nur halt unser Reiter und nur auf das Feld, das jetzt gerade schon belegt ist. Sonst sagen wir... Bist du mal hier rück darüber? 2-3. Nein! Oh, das... So ärgerlich. Wir hätten ihn gehabt, ne? 4-1 laut Prognose und dann überlebt er das. Das ist jetzt... warte, der käme da noch hin. Bringen wir den hier noch raus.
Oh, das kann sogar jemand in den Ort einrücken. Sehr gut. Das ist dann so gerade nochmal gut gegangen. Klar, wir haben Verluste erlitten und so weiter. Aber hier ist jetzt schon mal ein Hafen in unserer Hand. Die hier sind, glaube ich, noch gar nicht im Krieg aus Albanien. Und es geht ja für diese Gruppe vor allem darum zu verhindern, dass Franzosen hier landen. Die österreichische Flotte wird ja wohl irgendwann geschlagen sein. Und ohne Franzosen dürften wir Serbien deutlich schneller vernichten, hoffe ich. Ihr seid eine Einheit aus Montenegro und das ist die Hauptstadt, glaube ich, von Montenegro, oder? Also mit ein bisschen Glück ergeben sich die hier gleich mal. Müssen wir jetzt sehen, auf die Serben schlagen. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal diesen Ort. 3-1. 3-0, das ist sehr schön. Können auch die Einheiten aus der zweiten Reihe ein bisschen mitmachen. Oh, also hier, dieser Kampf gefällt mir bis hierhin sehr, sehr gut. Dann auch da einrücken. So, die sind alle verschanzt. Lohnt es sich hier womöglich übers Gebirge zu ziehen? Wenn wir lebend rüberkommen, ab hier hinten haben wir wieder ein bisschen Versorgung. Könnten vielleicht auch ein bisschen Druck noch so aufbauen. Ich glaube, zum Angreifen lohnt mit denen nicht. Ihr verschanzt euch hier erstmal. Und versucht in nächster Zeit hier weiter rüber zu ziehen. Drückt dahin auf. Also die Frontlinie zu attackieren. Das wären ihr her große Verluste. Also ich spekuliere mal darauf, dass Montenegro vielleicht kapituliert und wir dann von hier Richtung Serbien vorrücken können, sodass wir hier jetzt wirklich an der Frontlinie erstmal nicht ganz so viel machen müssten. Ihr habt euch wahrscheinlich schon. Oh nein. Der sich jetzt aber auch mal verschanzen, nicht, dass es hier zu unschönen Gegenangriffen kommt. Wir warten also quasi hier an der Hauptlinie jetzt erstmal, bis die Flanke hier hoffentlich dann auch ein ganz nette Erfolge erzielt. Keine AP mehr. Was machen wir mit euch? Ich würde hier halt gerne noch eine zweite Einheit reinbringen. Dann geht ihr halt per Gewaltmarsch dahin. Dann sind die nächste Runde insgesamt nicht ganz so fit. Aber wir haben hier noch einen Fluss, der uns ein bisschen verteidigt. Und hier können wir schon mal darauf gehen. Zu zwei geworden, leider, aber dann kriegen wir vielleicht auch den Ort und können hier dann hoffentlich entspannt da reinziehen und Serbien dann irgendwann demnächst vernichten, auch der Reiter. Mal sehen, wie er darauf reagiert, aber ich würde sagen, wir stehen hier ganz gut. Schiffstechnisch würde ich auch komplett defensiv bleiben und sehen, was er so macht. Und dann haben wir hier noch unsere Einheiten. Also wir haben hier halt keine Versorgung für einen Gewaltmarsch, deswegen laufen die halt einfach zu Fuß, sollen hier schon mal in die Wüste. Das Abdecken, der Rest der Osmanen kann eigentlich auch so stehen bleiben. Ja, das große Problem Ostfront. Nehmen wir erstmal die Westfront. Die ist ein bisschen kleiner. Glaube ich auch leichter zu entscheiden, was wir tun. Einfach nach Angriffschancen. Schade, ich hatte leicht gehofft, dass Dernverdun, wenn er geschwächt ist, schlagbar ist, aber nein. Also wir haben hier auf jeden Fall einen 3-2. 3-1 sogar nur. So, dann tauschen wir uns jetzt mal den gesunden Kurs nach vorne. Das hat sich doch gelohnt. Also, wir klauen uns hier ein bisschen die Einheiten an der Westfront, aber viel mehr scheint erstmal nicht zu passieren. Da sollten wir einfach mal riskieren, hierhin vorzurücken und vielleicht ein bisschen Boden so gut zu machen. Es ist ja immer noch die Westfront, wo es halt sehr, sehr unangenehm werden kann. Ja, ich meine, gut, wir haben hier ja auch ein neues Korps gekriegt. Ich riskiere es mal. Können uns dann ja auch noch verschanzen. Greifen lohnt, obwohl 2-1 gegen eine Festung ist eigentlich nicht schlecht. Viele Leute würden wir noch auf die Festung kriegen. Man muss wohl sagen, so gut wie niemanden, dann nehmen wir einfach das Feld und verschanzen uns hier. Will ich jetzt nicht reinrücken.
Hier würde ich nicht reinrücken, weil da stehen drei Franzosen, die uns gleich wieder raushauen könnten. Lassen wir dieses Feld erstmal frei und freuen uns, dass wir hier noch was erobert haben. Und du kannst hier schon mal nachziehen. So, Bomber. Mich interessiert mal, sammeln sich eigentlich bei Belgien? Truppenkonzentration an der belgischen Grenze. Frage. Stehen die hier nur defensiv, falls wir doch noch angreifen, oder planen die selber eine Offensive nach Belgien? Davon hängt halt ein bisschen ab, wie viel wir uns jetzt hier tatsächlich an die anderen Fronten schicken lassen. Aber dazu lasst uns erstmal an die anderen Fronten schauen. Explizit hier, die Russen scheinen ja ganz eindeutig ihren Fokus auf Lemberg gerichtet zu haben. Wo wir jetzt mal sehen müssen, wie wir die Front stabilisiert kriegen. Also Feinde, Feinde überall. Ein Ticken besser aus. Auch. Wir sagen, der Reiter mauert auf jeden Fall schon mal da. Wir kriegen keinen Infanteristen dahin, beziehungsweise die brauchen wir eindeutig hier, um Lemberg zu verteidigen. Das heißt, der Reiter geht dahin. So, weiter im Text. Wir haben hier ein bisschen neue Infanterie. Ich hier so versuche, eine Frontlinie aufzubauen. Du kommst bis dahin. Ah, wie könnte man da jetzt effektiv reinschlagen? Also der ist verschanzt. Er hier zum Beispiel schon nicht mehr. Überlegen, 4-1, das könnten wir mal machen, würde ich sagen. Ja, 4-1 wurde jetzt ein 2-3, das ist ein bisschen unglücklich. Wenn wir eben müssen. Ging sogar Schaden, aber okay, da ist das HQ, aber ob hier im Hintergrund auch schon wieder mehrere Feinde warten. Gut, diese Reiter hier müssen erstmal wieder geheilt werden. Wir könnten die auf 10 bringen, dann sind aber fast all unsere Punkte futsch. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem geneigt, das zu tun, einfach weil der hier die Russen noch eine Weile aufhält. Jetzt müssen wir mal eben sehen, wir haben hier noch schwache Einheit, die geheilt werden müsste. Also wie kommen wir gegen diesen Block an? Das ist eine schwere Frage. Ich will mal kurz hier drüben schauen. Hier müsste es besser aussehen. Genau, Lodge hat quasi keine Versorgung mehr. Aber weil dieses Korps da ist, das macht jetzt uns Ärger. Und wir werden das auch kaum los. Dann, du kannst vielleicht mal hier mithelfen. Auch nur 2-2. Gerade mal einen kleinen Cut gehabt, denn die ganze Sache ist, finde ich, vertrackt hier bei den Österreichern bis hier oben rauf. Das ist alles ein Ticken komplizierter. Diese russische Einheit hier nervt mich extrem, sonst hätten wir den Ort einfach gekriegt. Aber wir könnten ja vielleicht den Kutnu nur anfangen, wenn wir dieses Korps hier nachziehen. Der kriegt 2-3 auf den, der kriegt 2-5. Wir müssen jetzt spätestens unsere Abteilung hier beenden. Würde ich sagen, fangen wir so an. 1-5. 2-4. Ja, es muss wohl das Chor machen. Sehr gut. Und dann können die Abteilung es zu Ende bringen. Und jetzt würde ich sagen, kann auch der aus der Festung hier mit aufrücken nach vorne. Wollen wir ihn ganz offensiv stellen, dann kriegt er vielleicht was ab, aber okay. Wir müssen hier Land gut machen. So, dann war ich auch im Überlegen, dieses Korps hier einfach mal nach vorne zu ziehen. Kann zwar sein, dass der jetzt hier nach Norden durchgeht, aber wohin? Außerdem ist ja niemand in Seattle. Seattle, das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Dem HQ gerne einen Treffer mitgeben, aber hier einfach so eine Stadt einzunehmen, das. Ist die Frage, steht da noch einer?
Aufklärungsbomber kann das exakt nicht sagen. Aber wenn wir hier da reingehen, dann haben wir einmal, oder wir können hier noch einen Schritt machen. Dann wird auf jeden Fall deren Versorgung hier auch knapper. Die kommt ja noch aus Brest-Litowsk, aber halt nur noch über den Landweg, wo keine Straße mehr ist. Ja, habe ich jetzt noch irgendeinen, der hier mal reinspicken kann, ob da wer ist? Eher nicht. Ich würde sagen, wir gehen das Risiko ein. Glück gehabt, da ist echt keiner. Sehr gut, so deren Hauptversorgung, die wahrscheinlich bisher aus Warschau kam, ist damit erstmal abgeschnitten. Und vielleicht müssen die dann zurück und machen keinen großen Ärger mehr. Ich muss mal weiter mit dem Chor aufrücken. 2-2. So, dann ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt hier drüben? Ja, auf jeden Fall sagen, dieses Chor greift an, weil unser Chor hier drüben ist ja bedroht, obwohl könnten wir die vielleicht noch durchtauschen. Also wir müssen endlich mal durchtauschen, da geht ja immer ein bisschen Moral mit verloren. Wir haben hier, glaube ich, genügend Punkte, dass wir uns auch einfach bewegen können. Ich hier vielleicht erstmal in Sicherheit bringen. Leute, na gut, oder du hältst diese Position da erstmal. Ich bin am Überlegen, hier trotzdem reinzuziehen mit der Abteilung. Ich meine, wir können es natürlich nicht verschanzen. Okay, es sind in dem Sinne Abteilungen nicht ganz so teuer. Ich würde sagen, wir machen es trotzdem. So, dann haben wir euch. Aber hier lohnt sich Angriff nicht und wir sind ja verschanzt. So. Und sehen, dass wir den hier loswerden. Weil dann können wir den Ort da auch wieder vernünftig einkesseln. Der kriegt gerade Versorgung 6, die muss von hier drüben irgendwie kommen. Sagen wir setzen den Angriff hier einfach mal. Oh, 2, 3. Abteilung angreifen und trotzdem nicht, aber dass wir dann demnächst auch Lodge kriegen. So, die Deutschen sind da einfach mal reingegangen. Ich bin am Überlegen, das HQ vielleicht nach Allenstein nachzuziehen. Der Bomber deckt erstmal die Festung, sicher ist sicher. Ein bisschen hinterher, ihr. So, weil hier ja so überhaupt nichts los ist, mich interessiert mal. Okay. Festung ist besetzt. Da ist auch besetzt. Okay. Ich wollte nur schauen, ob sich vielleicht irgendwie eine Gelegenheit ergibt, aber leider nein. Dann haben wir hier die Russen, die Grodno zurückerobern wollen. Die Frage, wie wir das jetzt am besten halten. Auch hier bin ich geneigt, ja, aufsetzen Fragezeichen. Oder wir bleiben hier erstmal stehen. Ich meine, eigentlich müssten die Russen demnächst reagieren, weil ihre Versorgung jetzt wahrscheinlich ein gutes Stück knapper geworden ist. Da sind wir hier nach oben eigentlich gesichert. Finden diese Abteilung, genau. Die Abteilung würde ich gerne hier auf die Straße ziehen, dass wenn die Russen hier kommen, sie Grodno von hier nicht einfach abschneiden können. Und auch wenn der da durchziehen will. Ich nehme an, hier ist genügend Kontrollzone, dass er nicht auf das Feld kommt. Also ich betone nochmal, ich nehme es eigentlich an. Garnison und Grodno selbst würde ich gerne noch verstärken, die auf jeden Fall topfit ist. Ja, und dann haben wir euch. Sind in Bialystok nicht verschanzt. Wir sagen, ihr verschanzt euch dann erstmal. So, und wie hoch wir die ziehen noch? Na gut, auf 8 ist vielleicht nur mal sicher, dass sie dann auf jeden Fall auch einsatzbereit sind in nächster Zeit. Dann sind wir hier mit der Ostfront erstmal fertig. Es geht erstmal darum, hier diese Angriffswelle loszuwerden. Dann vielleicht nach Brest-Litowsk zu marschieren. Hier Warschau erobern. Naja, und jetzt das größte Problem, die Österreicher. Hier jetzt noch theoretisch jemanden, der vorziehen könnte, um die Festung zu decken. Könnte natürlich mit der Abteilung vorziehen und ja. Macht natürlich keinen Schaden. Aber dass der Reiter hier nicht einfach so unbedrängt tief in unser Land einfallen kann, das gefällt mir so überhaupt nicht. Angreifen lohnt natürlich nicht, aber wir können uns hier ein bisschen verschanzen. Ja, dann schauen wir uns das mal weiter an. Die haben wir verstärkt. Aber ich befürchte, die werden einfach eingekesselt, überrollt und vernichtet. Aber die Verstärkung sollte uns vielleicht noch einen Moment Zeit bringen.
Dann, bis wohin campt ihr? Bis in diesen Ort. Jetzt steht der Aufklärungsbaum mal blöd. Sonst wäre es möglich, das Haku hier einen zurückzuziehen. Oder, ja, da sind alle Bewegungspunkte weg. Wir können uns nicht mehr verschanzen. Alternativ, also diese Kreuzung würde ich schon noch gerne erhalten. Nicht, dass die Russen hier nach Süden Druck machen. Aber vielleicht können wir mit dem dann hier rüberziehen. Mal 2, 2, 4. Aber ich möchte mit dem Lemberger eigentlich nicht offensiv angreifen, weil der wird ja in nächster Zeit all das hier auf sich einprasseln lassen. Und der könnte auch schon da rein. 2, 1. 2, sonst verschanzen wir uns hier erstmal. So ein bisschen eine Linie und dann haben wir den einen Infanteristen noch über. Genau, der könnte bis hierhin gehen. So, dann haben wir hier halbwegs so eine Verteidigungslinie. Müssen wir mal sehen, wenn der Reiter fit ist, kann der hier vielleicht in den Ort ausweichen und das Haku nach hinten. Dass die das auf jeden Fall eine Weile durchhalten. Ja, und der Ort ist wahrscheinlich gefallen, aber mit der verstärkten Einheit halten die das, glaube ich, noch. Die Russen wenigstens die nächste Runde noch ein wenig ab. Und dann müssten wir sehen, dass wir hier baldigst Verstärkungen bekommen. Unter anderem etwa aus Serbien, was ja doch eigentlich schon ganz gut aussieht. So, da waren wir. Hier, naja, wursteln wir uns so ein bisschen durch. Aber auch alles komplizierter, als ich eigentlich gehofft hatte. Dann ist jetzt noch die spannende Frage. Wir noch einen guten Satz deutsche Einheiten. Wer müsste jetzt wohin? Und auch noch ein HQ, das wir verschicken können, weil, also ich denke mal da auch, dass dann zwei hier ausreichen. Oder ich will erstmal in die Forschung schauen. Eisenbahnverlegung ist ja auch immer wieder sehr, sehr teuer. Dass wir auf jeden Fall die Industrietech auf 3 hochziehen, weil die Deutschen lassen die wahnsinnig viele Punkte für alles brauchen. Und wir brauchen einen hohen Tech in Industrie, auf jeden Fall. Haben wir noch 158 Punkte? Dann würde ich sagen, wir geben auch den ersten in den Grabenkrieg und den Rest nutzen jetzt für Eisenbahn und im Zweifel noch Verstärkung. Der Österreicher, da haben wir jetzt wahnsinnig viel ausgegeben, um die Einheit ein bisschen in Form zu bringen. Ich würde sagen, ihr kriegt auch den ersten Grabenkrieg und sonst verstärken wir noch oder sparen die Punkte. Osman ist jetzt nicht viel los. Aber wir können die osmanischen Punkte ja natürlich auch noch gar nicht in die Diplomatie stecken. Sonst hier 50 Punkte, Luftkrieg, Panzerkrieg, Luftschiff, Langstreckenflugzeug, Jagdflugzeug. Das sind alles nicht die Sachen, die die Osmanen brauchen. Andererseits, ich weiß sowieso nicht ganz so viel mit dem Osmanischen Reich anzufangen, muss ich ehrlich sagen. Die halten hier ein bisschen die Russen auf, hier ein bisschen die Briten, werden vielleicht trotzdem langsam zurückgeschlagen, könnten hier ein bisschen mitkämpfen, also. Mir fehlt ein bisschen die große Idee für das Osmanische Reich. Im Einzelspieler mit den Mittelmächten haben die ja irgendwann Panzer gestellt, die aber ja jetzt nicht so entscheidend waren. Deswegen bin ich sehr überlegen, die ich vielleicht diesmal in eine Luftwaffe investieren. Vor allem, weil unsere anderen beiden Nationen erstmal Industrie, Grabenkrieg und so weiter hochziehen müssen. Klar, die Osmanen brauchen auch Grabenkrieg auf Dauer. Aber ob wir nicht vielleicht eine osmanische Luftwaffe auf. Bin ich mal gespannt, wohin das führt. So hatten wir jetzt alle durch. Deutschland hat noch 140. Genau, am akutesten zum Verstärken ist ja natürlich der Reiter auf 6, aber lohnt das? Weiß nicht, sonst sparen wir die Punkte. Wir könnten hier ja nächste Runde vielleicht auch ein bisschen was zur Heilung gebrauchen. Tja, und jetzt die spannende Frage, welcher Frontabschnitt darf jetzt nochmal einen guten Satz deutscher Einheiten kriegen? Hier brauchen wir sie, glaube ich, eher nicht. Hier wäre natürlich interessant, die österreichischen Truppen mit deutschen Verstärkungen zu unterstützen. Hier in der Mitte wären sie sicherlich auch dankbar für das eine oder andere Korps, aber ich denke, insgesamt kriegen die das schon hin. Tatsächlich am Überlegen, unsere Einheiten hier zu verstärken. Und dann eben mit noch mehr Power hier nach Brest-Litowsk zu marschieren und dann nach Osten oder nach Süden, je nachdem, wie die Lage ist.
Alles die Deutschen von hier und hier drängen, die Österreicher halten das. Ja, immer schön, wenn man gerade mitten im großen Satz ist, ja, wo jetzt die Offensive stattfinden wird und es dann gerade an der Tür klingelt. Das ist unschön, aber okay. Wir versuchen auf jeden Fall erstmal diese russischen Einheiten hier zu parken. Wir sollten uns natürlich möglichst erstmal in die zweite Reihe stellen, weil frisch versandte Einheiten haben natürlich noch nicht ganz so hohe Kampfwerte. Gerade dann können wir eigentlich auch das dritte HQ senden hier in den Osten. Vielleicht wenn die beiden hier agieren, dann doch auch für hier drüben eins. Kostet natürlich einen Ticken mehr. Schieben wir den nochmal zur Seite. Kann das in die Festung von Thorn. So, wir haben immer noch Punkte. Weiter sind hin und wieder auch mal ganz nett. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch? Prinzip, ich weiß halt nicht, wenn die jetzt von sich aus Belgien angreifen, das wäre sehr unschön. Würde ich lieber eine Einheit in Aachen haben, sicherheitshalber. Und ihr drei, na gut, einer kann noch hier mit hinlaufen zur Unterstützung. Und die anderen beiden werden dann nächste Runde verschickt, würde ich sagen. Dann sind wir soweit durch mit allen Punkten. Waren auch an alle Fronten. Na gut, wenn, beziehungsweise wenn die Briten jetzt eh demnächst im Krieg sind, können unsere U-Boote hier erstmal wieder aufpassen. Dass hier auch keiner durchkommt. So, dann würde ich sagen, stehen wir jetzt ganz gut und versuchen dann demnächst hier durchzubrechen und hier zu halten. Serbien sollte erobert werden und da halten wir. Ach, natürlich, die Güben ist da, die kann auch ein bisschen jetzt mithelfen. Ja, dass niemand dort landen kann. Serbische Moral wird geschwächt, aber ergibt sich Montenegro? Ja, sehr gut. Da fehlt denen jetzt auch ein bisschen Flankenschutz direkt. Frankreich mobilisiert noch mehr. Von Sanders ist da, sehr schön. Jetzt die Briten auch endgültig im Krieg. Einheiten in Moskau, ja. Versorgungslieferung für Russland, das heißt, jetzt könnten wir auch langsam die U-Boote losschicken, aber ich würde sagen, die passen da erstmal einfach nur auf. Deutscher Moor wird erobert. Ah, Artilleriewaffenfortschritt, das ist jetzt tatsächlich mal sehr, sehr cool, dass wir den so früh kriegen, weil das werden wir noch brauchen, moderne Artilleriewaffen. War leider der einzige Fortschritt, aber immerhin ein wichtiger. Gut, das sieht punktetechnisch doch schon ganz schön aus. Ich meine, wir geben hier natürlich auch noch aus. Und dann würde ich auch an dieser Stelle erstmal sagen, schaut auch bei Mr. West und der Entente mit rein. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Bis denn.